meinem Kanal Chatra Rezept aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Heute gibt es mal kein typisches Rezeptvideo von mir, sondern ich nehme euch mit für die Vorbereitung zu Ramadan. Wir gehen groß einkaufen und ich zeige euch mal, was wir denn alles so kaufen. Dazu machen wir einen kleinen Tagesausflug und zwar sind wir ganz früh aufgestanden und in Richtung Frankreich gefahren, beziehungsweise nach Straßburg. Denn da gibt es samstags morgens immer einen arabischen Markt. Oder besser gesagt einen maghrebinischen Markt. Dort bekommt ihr einen Großteil an Produkten aus der Heimat. Da der Markt bereits in den frühen Morgenstunden beginnt, lohnt es sich natürlich hier auch früh aufzustehen und die Fahrt auf sich zu nehmen. Hier sind wir dann auch schon in Kehl. Das ist die letzte Stadt, bevor Straßburg beginnt. Und ich liebe diese Strecke. Also ich freue mich immer richtig, wenn wir hier an der Brücke entlang fahren und ich weiß, wir sind jetzt gleich in Straßburg. Da sind wir jetzt auch schon. Wir parken jetzt kurz unser Auto und dann geht's direkt auf den Markt. Von oben habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick, wie der Markt aussieht. Also er ist wirklich sehr groß. Vorne ist dann eher so Gemüse, Brot, Fleisch etc. Und dann weiter hinten gibt es dann Kleidung, es gibt Jibbas, es gibt Töpfe, Pfannen, Tagine, alles Mögliche, was ihr so für den Haushalt braucht. Und ja, ich freue mich da einfach immer hinzugehen, weil du wirklich denkst, du bist auf irgendeinem Marché für Alger. Ja, also da, es ist laut, die Leute rufen, sie begrüßen sich, die Gerüche, also Mini-Heimatsfeeling, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt frischen Fisch als auch frischen Koriander, der zu Ramadan natürlich ein Muss ist. Ihr seht hier frisches Matlor als auch der Stand mit leckeren Oliven. Eine Zutat, die zu Ramadan nie fehlen darf, sind leckere Datteln. Hier sind wir am Gewürzstand und da habe ich mir einige Gewürze mitgenommen. Ich fand diese kleine Tracht so süß. Zur Zubereitung von algerischen Gebäcken findet ihr hier auch eine große Auswahl an Utensilien. Hier zum Beispiel die Ausstechform zur Zubereitung von Griouche oder auch Mini-Tartlet. Ausstechformen für Halouettaba. Oder auch schöne Ausstechformen für die Kekse Sablé. Hier gab es dann auch schon Dekoration fürs Zuckerfest. An diesem Stand haben wir doch einiges an Datteln mitgenommen, denn er hatte eine gute Auswahl und die Datteln, die wir probiert haben, waren einfach super lecker. Anschließend sind wir noch in den Supermarkt Auchan gegangen, denn der hat eine Halal-Abteilung und dort haben wir noch etwas Wurst mitgenommen.
Mit der Stärkung eines leckeren Schokocroissants geht es nun auch wieder in Richtung nach Hause. Jetzt zeige ich euch mal, was wir alles auf dem Markt als auch in Auchan eingekauft haben. Wir haben hier frische Tomaten, als auch spitze Paprika, frische Petersilie sowie frischen Koriander. Frischer Koriander zu Ramadan ist einfach Pflicht bei mir, als auch frische Minze für einen leckeren Tee am Abend. Hier haben wir ein paar große Mandarinen mitgenommen und vom Fischstand haben wir einiges an Fisch mitgenommen, das wir nun bei gutem Wetter die Tage über grillen werden. Natürlich jede Menge Datteln. Verschiedene Sorten Joghurt. Hier haben wir Artischocken. Und was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist Dyol, also die Burdekblätter. Wir haben hier leckere Merguez mitgenommen, als auch Oliven, einmal die grüne Variante und dann nochmal schwarze, sowie drei verschiedene Keshia-Sorten. Was haben wir denn da? Also hier haben wir einmal geräucherte Keshia, dann standardmäßig mit Oliven, wobei ich meine eigene Keshia auch noch im Kühlschrank habe, die erst gegessen werden muss. Und hier haben wir dann Grillhähnchengeschmack. Und wenn man dann schon mal in Frankreich ist, dann kaufen wir standardmäßig auch ein paar Tartlets sowie Millefeuille und jede Menge frisches Baguette. Dieses werde ich einfrieren und dann je nach Bedarf immer wieder frisch herausholen. Es gab dann jetzt auch noch Schokocroissants als auch normale Croissants im Angebot, die haben wir auch noch mitgenommen. Ein paar Gewürze habe ich vom Gewürzstand mitgenommen. Die Gewürze, die ich immer zu Hause brauche, Kumun, Ras el Hanout und Kurkuma. Dann drückte mir der Verkäufer noch eine Sondermischung in die Hand. Er sagte, dass diese Mischung sehr gut wäre für Marinaden. Also wenn man Fleisch mariniert, sollte man das verwenden und es soll sehr lecker schmecken. Das werde ich dann mal ausprobieren. Und die, die es kennen und jetzt sehen, deren Herz wird wohl jetzt etwas höher schlagen. Zu Ramadanbeginn kaufen wir uns immer eine Flasche Selecto, um irgendwie auch von der Heimat etwas noch mitzunehmen. So, das war unser Einkauf für Ramadan. Ich werde jetzt alles abpacken, abwaschen, kleinschneiden, einfrieren etc. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like und wenn ihr keiner meiner Rezepte mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute.